Ich sage es jetzt kurz am Anfang. Hier unten haben wir einen QR-Code, den könnt ihr scannen, wenn ihr interessiert seid. So, jetzt erstmal nochmal. Ich bin Benjamin, das ist Caleb. Wir wollen von unserem Projekt Food Rush vorstellen. So. Erstmal, was ist Food Rush? Food Rush ist eine Plattform für jede Person, die sich gerne etwas Geld damit verdienen will, jemandem etwas zu essen zu bringen oder zu trinken zu bringen oder generell etwas. Oder wenn man einfach nur zu faul ist, sich etwas zu essen oder zu trinken zu holen. So, wir wollen die Plattform erstmal als Website rausbringen und danach noch auf iOS und Android-Geräten. Ja, die Seite funktioniert derzeit schon, teilweise. Wir haben auch schon das Account-System eingeführt. Das heißt, Username oder E-Mail und Passwort funktionieren schon. Das ist schon erstmal die Ansicht für die Internetseite. Und auf der Seite sehen wir schon mal, auf der Seite sehen wir schon mal, wie es aussieht als App. So, Caleb, du. Okay, ich gebe mal kurz ein Beispiel. Nämlich, wir stellen uns mal kurz vor, es gibt eine Frau und einen jungen Mann. Die Frau bemerkt gerade, sie braucht etwas. Und der Lieferservice braucht halt ein bisschen länger als sonst. Und dann gibt es jetzt unsere Plattform, wo man seine Anzeige hochstellen kann. Und dann sieht das eine Person, denkt, der Preis ganz gut und bringt die Sache sehr schnell. Ja, wir benutzen als Datenbank die Firebase Real-Time Database, um die User und Anzeigen zu speichern. Und es sind schon 4 Leute, die daran arbeiten, nämlich ich, dann noch Benjamin, Luca und Yara. Ja. Deshalb brauchen wir noch einen Social Media Manager und einen iOS-Entwickler. Caleb, warte kurz. Ja? Ja? So einen Monat schon circa jetzt wieder. Es ist halt entstanden bei Jugendhack in Frankfurt. Da hatte er zuerst die Idee. Und nun sind wir halt nochmal drauf gekommen. Wie gesagt, brauchen wir einen Social Media Manager und halt iOS-Entwickler. Nochmal. So, dann kann ich jetzt erstmal schon mal sagen, danke, dass ihr uns erstmal zugehört habt. Jetzt könnt ihr nochmal ein paar Fragen stellen, wenn ihr überhaupt noch ein paar habt. Es ist halt jetzt nicht so viel gewesen gerade, aber ja. Ihr möchtet quasi, dass Menschen aus dem Supermarkt Dinge zu anderen Menschen bringen und für sie mit einkaufen. Ja. Habt ihr schon quasi einen Kontakt oder ein Konzept, wie ihr das in Supermärkten unterbringen wollt? In Supermärkten ja nicht wirklich. Es soll eigentlich nur so sein, dass bevor ich jetzt zum Beispiel einkaufen gehe, schaue, ob jemand in meiner Umgebung noch irgendwas mitgebracht bekommen haben will. Und dann sage ich, ja, ich bringe dir das mit. Wo wollen wir uns treffen, dass ich dir das geben kann? Dann gibt man es ihm und kriegt dafür das Geld wieder zurück, das man es ihm halt gegeben hat. Okay. Noch Fragen? Wäre es aus eurer Sicht auch vorstellbar, dass man dieses System, wenn es mal läuft, auch noch für andere Dinge als Nahrungsmittel einsetzt? Caleb? Darüber habe ich eigentlich schon überlegt, aber wir wollten uns erstmal darauf begrenzen für Nahrungsmittel und Getränke. Später können wir ja noch mehrere Versionen hinzubringen, wo man auch andere Sachen holen kann. Ich hätte noch eine Frage. Erstmal cooles Tool. Vielen Dank für die Präsentation. Wo arbeitet ihr und wie arbeitet ihr gemeinsam im Team daran? Wir arbeiten derzeit zusammen in Slack darüber. Dadurch, dass ich am anderen Ende Deutschlands bin, eher ganz woanders. Und dadurch ist es halt blöd, wenn wir nebeneinander, also können wir nicht nebeneinander sitzen. Wir versuchen halt so viel wie möglich zu skypen, dass wir halt untereinander gut arbeiten können. Genauso halt arbeiten wir über Slack miteinander im Team. Wie viele Stunden muss ich so pro Woche investieren, wenn ich dabei sein will? Das kommt darauf an. Es ist jetzt derzeit halt noch ein bisschen viel, aber es wird auch wieder weniger. Wie viel insgesamt, kann ich jetzt nicht sagen. Es gab vielleicht auch mal eine Woche, wo wir nicht wirklich was geschrieben haben, weil jeder schon was hatte zu tun gehabt. Wir arbeiten aber halt nicht nur wirklich mit Slack, sondern auch mit monday.com, wo wir halt auch Aufgaben eingetragen haben, die man, wenn man will und Zeit hat, schon machen kann und dann eingeben kann, wenn man sich da bereit fühlt, das jetzt zu machen, noch eingeben kann, wie lange das circa noch dauern könnte. Man kann sich da also selbst Zeit setzen. Und wie viele Stunden pro Woche arbeitet ihr so daran? Caleb? Ich konnte die Frage gerade nicht richtig hören. Wie viele Stunden pro Woche arbeitet ihr daran?
Wie lange wir schon daran gearbeitet haben? Achso, arbeite jetzt vielleicht so eine Stunde pro Tag und dann am Wochenende vielleicht so 3 Stunden. Und dann, ich glaube, Luca, der Webentwickler, der macht das vielleicht sogar noch mehr. Ja. Gibt es noch Fragen aus dem Publikum? Eine letzte von mir, und zwar wollt ihr das kommerzialisieren, wollt ihr das für alle einfach zur Verfügung stellen? Ich habe halt die Vision, ne, die ältere Dame oder der ältere Herr, die bei mir um die Ecke wohnen, könnten zukünftig vielleicht auch mit einer App arbeiten, vorausgesetzt, und ich könnte ihnen halt immer wieder was Gutes tun sozusagen. Also so als soziales Projekt finde ich das echt spannend, aber was habt ihr da vor? Ja, wir wollen es halt machen, dass jeder einfach draufgehen kann und schauen kann, was in seiner Umgebung halt so los ist gerade. Also, ja. Alles klar. Dann vielen Dank an Benjamin und an Caleb für den spannenden Vortrag. Und das war's mit dieser Session von den Lightning Talks, aber es war es noch nicht mit den Lightning Talks als Ganzes. Um 16 Uhr geht es weiter mit unserer letzten Session. Da geht es um die Themen, die Grundlagen von Inkscape, um Generative Art und um ein sehr spannendes Projekt, Animatronics, interaktive Kunst aus recycelten Komponenten. Bis dahin!